Ehren auf dem Hollywood Boulevard aus Träume, Wünsche und versoffene Fantasien aus den 1990ern von Angelo Negro, gelesen von Kia. Ich torkele die Straße runter. Die Luft ist erfüllt von Autoabgasen, den Stimmen unzähliger Menschen und den grellen, aufdringlichen Neonreklamen etlicher Läden, an denen ich vorbeikomme. Es ist unangenehm kühl und ein schwacher Wind geht, bauscht meinen Mantel hinter mir wie ein Cape auf. Es herrscht reges Treiben auf den Gehsteigen und ich werde beim Versuch, mich durchzuschlängeln, ständig angerempelt. Aber das macht mir nichts aus. Ich bin es gewohnt, herumgestoßen zu werden. Einzig das Gleichgewicht zu halten, bereitet mir etwas Mühe. Ich torkle die Straße runter, nehme an einer Kreuzung einen Richtungswechsel vor, gehe links über ein, zwei, drei Ampeln. Der Betrieb nimmt zwar zu, jedoch ist hier mehr Platz, sodass nicht mehr ein solches Gedränge herrscht. Ich gehe weiter meines Weges, ohne zu wissen, wo ich eigentlich hin will. Irgendwas treibt mich voran, veranlasst mich, immer einen Fuß vor den anderen zu setzen. Schritt für Schritt. Ich torkele die Straße runter. Vorbei an Kneipen, Bars, Discos. Die Neontafeln über den Eingängen werfen lustige Lichtspiele auf die Gesichter derer, die mir entgegenkommen. Bunte Farbenspiele. Alle sehen sie aus wie dilettantisch geschminkt. Schmierenkomödianten im Schauspiel des Lebens. Machos, Tussen, Pärchen, Singles, junge Leute, alte Leute. Sie alle erscheinen in meinen Augen wie lustige Paradiesvögel. Eine Reklame weckt mein Interesse. Ich bleibe stehen und betrachte die Fassade. Sie ist weiß. Die Fenster und Türrahmen hingegen grün. Ich steuere den Eingang an, während ich noch über den Namen der Kneipe nachdenke. Mac. Mac. Mac sowieso. Nicht allzu üblich auf dem Hollywood Boulevard, denke ich noch, und werde auch schon von ihm verschluckt. Im Inneren ist es verraucht und duster. Die Beleuchtung der Bar kämpft einen vergeblichen Kampf gegen die Dunkelheit. Von irgendwo dringt Musik mit irischer Seele zu mir durch. Es herrscht nicht allzu viel Betrieb und an der Bar sind noch einige Plätze frei. Mit steifen Beinen, unsicheren Schritten und trüben Augen steuere ich auf einen der Plätze zu. Das viele Bier an diesem Abend hat mir schon arg zugesetzt. Eigentlich sollte ich nach Hause gehen. Aber ich will nicht. Warum auch? Daheim erwartet mich nur ein großes, deprimierendes, alles verzehrendes gar nichts. Ich muss nicht unbedingt allein zu Hause sitzen, um einsam zu sein. Hier kann ich wenigstens noch ein wenig Spaß haben. Nach einer halben Ewigkeit, so kommt es mir zumindest vor, erreiche ich die Theke und ziehe mich auf einen der freien Hocker. Stütze mich müde auf. Ich sehe mich um. Es ist wirklich nicht viel los. Hauptsächlich Kerls, manche in Damenbegleitung. Auch kann ich einige Frauen sehen, die alleine oder in Grüppchen zusammenstehen und sich über irgendwas unterhalten. Mode, Kosmetik, das letzte Abenteuer. Was willst du, Kumpel? Reißt mich eine Stimme aus meinen Gedanken. Ich blicke nach vorne und erkenne eine hagere Gestalt, die mich über den Tresen hinweg anstarrt. Sein Alter ist beim besten Willen nicht zu erraten. Das Gesicht ist eingefallen und voller Falten. Haare, Schnauzbart grau. Soweit ich erkennen kann, schlottert seine Kleidung leer an seinem mageren Körper, als hätte er sie mehrere Nummern zu groß gekauft. Gib mir ein Bier! Ein großes! Antworte ich und beobachte ihn, wie er hinter der Theke nach einem frischen Glas greift. Was für eins! Ich richte meinen Blick auf die diversen Zapfleitungen, die in geringer Entfernung aus der Theke ragen. Versuche, ihre Aufschrift zu lesen. Doch meine Kurzsichtigkeit
und der bisher genossene Alkohol vereiteln meinen Versuch, das reichhaltige Angebot dieses Ladens näher zu erforschen. Also gebe ich einen Schuss ins Blaue ab. Hells! Der Magere geht zur Zapfanlage und hält das Glas unter einen der Hähne. Ich wende mich wieder dem Publikum zu und mustere die Gestalten, die sich hier so herumtreiben. Einen Augenblick später stellt der Magere ein Glas vor mir auf die Bar. Fünf! Ruft er mir zu und ich fische meine Geldbörse aus der Hosentasche. Werf ihm einen Schein zu und widme mich erneut meiner Umgebung. Aus dem Augenwinkel bemerke ich, dass der Magere das Wechselgeld vor mir auf die Bar geworfen hat. Ich lasse es erstmal dort liegen, sehe mich weiter um. Ich stelle meine Ohren auf Empfang, um mitzubekommen, was geredet wird. Englische Sprachfetzen mit irischem Akzent dringt zu mir durch. Ich habe etwas Mühe, sie in meinem Zustand zu sortieren und für mich verständlich zu machen. Plötzlich ist mein Glas leer und ich bin mir nicht mehr sicher, ob das Bier nicht vielleicht doch verdunstet ist. Ich winke dem Mageren heran. Gelangweilt kommt er zu mir und nimmt meine neue Bestellung auf. Als er mir ein frisches hinstellt, greife ich nach meinem Wechselgeld, schiebe ihm erneut einen Fünfer hin und stecke den Rest in die Hosentasche. Dieses Mal will ich mir etwas mehr Zeit mit dem Trinken lassen. Ich nippe an dem Glas und lausche weiter den Gesprächen um mich herum. Und auf der Schnellstraße blockiert mir plötzlich diese Scheißlenkung. Ich wäre beinahe die Böschung runtergerauscht. Ja, echt. Ich komme da in diese Bahn Downtown und da sitzt sie, wie eine Göttin aus Hollywood. Wirklich geil. Ich mache mich natürlich sofort ran. Das glaubst du nicht. Der Bus fährt auf den Hauptbahnhof und hinter mir sitzt ein Rudel Penner und eine Alte erzählt mit kreischender Stimme, dass er sich mal im Gepäckfach hat pimpern lassen. Das muss ich mir vorstellen. In einem Schließfach. Cool, denke ich und grinse schief. Doch durch den Suff wollen die Muskeln in meinem Gesicht nicht mehr so recht. Und so starrt mich eine ziemlich dämliche Fratze aus dem Spiegel, der hinter der Bar hängt, an. Ich ignoriere diese hässliche Fresse und denke, die lustigsten Stories schreibt doch immer noch das Leben. Ich muss lachen, leise zwar, aber herzlich. Das fast leere Glas in der rechten zitiere ich erneut dem Magen heran, ein neues zu bringen. Ich stürze den letzten Schluck runter und ziehe einen Schein aus der Hosentasche. Reiche ihn ihm. Er schmeißt das Wechselgeld wieder vor mir auf die Theke. Ich trinke weiter, hänge meinen Gedanken nach. Irgendwann ist es plötzlich dunkel um mich. Ich denke noch, die werden doch nicht das Licht ausgemacht haben. Da merke ich, dass mir nur die Lieder zugefallen sind. Beinahe wäre ich eingeschlafen. Mühsam reiße ich die Augen wieder auf und sehe mich müde um. Lange kann ich nicht weg gewesen sein. Nichts hat sich verändert. Der Laden ist immer noch nur mäßig besucht und der Magere hinter der Theke ist immer noch mager. Unbeholfen und schwerfällig lasse ich mich vom Hocker runter und verlasse auf unsicheren Beinen den Laden. Mein restliches Wechselgeld habe ich mittlerweile längst vergessen. Ich torkele die Straße runter, werde hier und da angerempelt. Vielleicht bin ja auch ich derjenige, der rempelt. Aber ich kümmere mich nicht weiter drum. Ich habe genug damit zu tun, aufrecht auf den Beinen zu bleiben. Die Straße mündet in einen großen Platz, auf den von Bäumen umgebene Bänke stehen. Vereinzelt brennen ein paar Laternen. Trotzdem liegt dieser Platz fast im Dunkel. Bänke. Ich beschließe, meinen müden Füßen kurz etwas Ruhe zu gönnen und steuere eine Bank im Schatten an. Lasse mich mit einem wohligen Seufzen nieder. Irgendwas stößt gegen meine Schulter und ich kehre zurück aus dem Land der Träume. Ich will die Augen öffnen,
um zu sehen, was mich da stört. Doch die Sonne blendet mich. Tränen treten unter meinen Lidern hervor. Hast du kein Zuhause, Mann? Höre ich eine unfreundliche Stimme von weit her, die ganz offensichtlich mir gilt. Widerwillig und langsam öffne ich doch die Augen und bemerke die Gestalt, die sich vor mir aufgebaut hat. Erkenne langsam, um wen es sich handelt. Mistiger Bulle, murmle ich und setze mich schwerfällig auf. Mein Kopf dröhnt und mir ist schwindelig. Langsam wird meine Umgebung klarer. Ich sehe mich mit brennenden roten Augen um und erkenne die Bushaltestelle vom 776er Bus Richtung Holthausen an der Ecke mit dem Indianerladen. Ich erkenne den Schlossturm und im Hintergrund den Rhein. Erkenne die grünen Hosen und das Khaki-Hemd des Beamten, der immer noch vor mir steht, mich mit einer Mischung aus Ablehnung und Ekel im Gesicht mustert. Ich sehe zu ihm auf und ich empfinde das gleiche wie er. Ablehnung und Ekel. Widerwillig raffe ich meinen Mantel, mit dem ich mich offenbar letzte Nacht zugedeckt habe, zusammen und stehe auf. Mein Rücken ist steif und verspannt, meine Knie weich und zittrig, mein Kopf schwer wie Blei. Ich werfe mir den Mantel über die Schulter und gehe mit unsicheren, schleppenden Schritten quer über den Burgplatz. Ich will nach Hause und in mein Bett. Den stechenden Blick des Uniformierten immer noch in meinem Rücken wie ein Brandeisen. Verlauster Penner, höre ich es hinter mir. Es ist Samstag. Die Sonne scheint hell und klar vom blauen Himmel hernieder und die Luft scheint zu stehen. Stimmen aus dem Hintergrund mischen sich mit dem Zwitschern der Vögel in den Bäumen und fernem Verkehrslärm. Mir wird plötzlich ganz schwer ums Herz. Ich war noch nie in Los Angeles.